Die Fotos, die uns zugesandt wurden, repräsentieren auf perfekte Art und Weise Aserbaidschan. Wir haben uns 750 Bilder angesehen. Davon wählten wir rund 100 aus. Sie repräsentieren einfach alle Seiten. Die Küste, die Berge, die Wälder und die Menschen. So wie unser Gewinnerbild. Alte Männer sitzen zusammen, sprechen miteinander, natürlich auch mit einer alten Frau. Und dann hast du auf einem der Bilder diese beiden hochmodernen Türme in einer überaus faszinierenden Architektur. Ja, und das genau stellt Aserbaidschan dar. Das Alte und das Neue. Aserbaidschan ist einfach ein faszinierendes Land. Es ist sehr klein, halb so groß wie Österreich, aber es hat 9 verschiedene Klimazonen, vom Gletscher bis zur Wüste. Und das ist absolut faszinierend. Es ist die Kreuzung der Welt. Hier trifft der Norden auf den Süden und der Westen auf den Osten. Viele verschiedene Kulturen, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Religionen, das Alte und das Neue, beides zusammen. And the new. It is unique. Wir haben oft professionelle Fotografen eingeladen und haben gesagt, kommen Sie nach Aserbaidschan und machen Sie tolle Bilder für tolle Bücher. Aber eigentlich wollten wir jetzt eine ganz andere Seite sehen. Die Menschen, die hier leben, Touristen, Besucher, sie sollten uns ihr Bild vermitteln, zeigen, wie sie Aserbaidschan sehen. Vielleicht auch eine ganz andere Seite. Deshalb haben wir auch so viele verschiedene Variationen heute hier anzusehen. In Aserbaidschan gibt es so viel zu sehen. Sie müssen in Baku starten, der Hauptstadt. Hier ist alles so verschieden. Beispielsweise die Maiden Towers sind 500 bis 600 Jahre alt. Aber Sie finden auch sehr viele moderne Architektur. Ja, und dann müssen Sie raus aufs Land. Ja, und das Bild hat sich im Gegensatz zu früher sehr gewandelt. Früher waren die Leute sehr arm. Heute haben fast alle ein Haus und einen Traktor, bestellen ihr Land. Die Tradition hat sich gewandelt. Die Menschen leben heute wesentlich besser. Um Welten besser als unter der Sowjetherrschaft. Ich denke, Aserbaidschan ist heute mehr traditionell als modern. Weil 21 Jahre vorher war Aserbaidschan Teil der Sowjetunion. Wir sind gerade mal 2 Jahrzehnte unabhängig. Sie kennen das hier aus Deutschland. Es braucht immer Zeit. So, deswegen denke ich, wir sind mehr traditionell aufgestellt. In Baku, Kavala und Kuba können Sie so viele verschiedene, schöne neue Gebäude entdecken. Einige ragen wirklich heraus. Moderne westliche Architektur, westliche Strukturen. Das wächst langsam und ist sehr durchwachsen. It's an amazing mix.
Den ersten habe ich auch mit ausgewählt. Es war nicht einfach. Und in der Jury saßen zwei der angesagtesten Fotografen. Einer aus Großbritannien, er ist Mitglied of the Royal Geographical Society und die andere ist Director of Photography von Condé Nast. Zwei Top-Experten, also die Ahnung vom Fach haben. Eine der großen Traditionen bei uns ist das Teetrinken. Und die Männer und die Frau sitzen beisammen. Sie trinken Tee, sie unterhalten sich, sie rauchen, fast wie die Menschen am Mittelmeer beispielsweise. Dieses Foto ist ziemlich alt. Es wurde aufgenommen in Nagorno-Karabach. Das ist heute von Armenien besetzt. Ja, und heute sind dort keine Aserbaidschaner mehr. Sie sind entweder tot oder sie wurden vertrieben. Das Bild zeigt die Zeit lange davor, vor 25 Jahren. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, denn das Bild ist einfach fantastisch, denn es zeigt uns, auch heute noch leben alte Menschen in Aserbaidschan, die genau wissen, 20% unseres Landes sind von Armenien besetzt worden, und zwar illegal. Dieses Foto erinnert uns an das Unrecht. Is occupied by Armenia illegally. So it combines all of those things. My baby, this is a letter for you. Aserbaidschan ist wahnsinnig interessant, weil es so ein ostwestliches, westöstliches Land ist, in dem ja die großen Kulturen und Religionen Gott sei Dank friedlich zusammenleben. Ein Land, das eine islamische Kultur hat und trotzdem sozusagen ganz, ganz offen für den Westen ist, was für uns, die wir ja den Dialog mit der islamischen Welt suchen, unheimlich wichtig ist. Ich bin auch in dieser deutsch-aserbaidschanischen Gesellschaft organisiert, weil wir als Musikhochschule in Weimar einen großen musikethnologischen Teil haben. Transcultural Music Studies, und wir sind bereits in gemeinsamen Projekten organisiert. Ich freue mich sehr, auch selbst mal hinzufahren. Ich glaube, ich finde es ganz gut, dass die Azeris, so heißen die ja, Deutschland als ein, wie soll man sagen, Premium-Partner in der westlichen Welt sich ausgesucht haben. In den frühen 80er Jahren mal in Aserbaidschan gewesen und damals in Baku. Und Baku war eine kleine, graue und eher schmutzige Stadt. Das Meer davor war total versaut von nicht sehr fachmännisch gemachten Ölbohren. Ich meine, so wie Aserbaidschan jetzt aussieht und wie Baku jetzt aussieht, und ich meine, ich kenne es jetzt allerdings nur von Filmen und von Bildern, das ist natürlich eine völlig neue Welt. Das Land hat sich enorm herausgearbeitet. Es ist wirtschaftlich natürlich bestens beieinander wegen des vielen Öls. Also wenn man die Bilder sieht, bekommt man Lust. Es ist ja ein altes Land, ein traditionsreiches Land, reich mit Öl. Aber wie man hier sieht, mit einer tollen Kultur auch. Und das macht wirklich Lust, dorthin zu reisen. Aserbaidschan so schön ist, sind die Bilder auch schön. Also außerdem habe ich noch nicht viele gesehen. Ein bisschen beengt hier. Aber wenn man von Herrn Nussenbaum die Bücher liest, weiß man sowieso, dass Aserbaidschan das Land ist. Warum? Na, weil das klasse ist einfach. Ja. Ich hoffe, es wird wieder.